habe mich dafür entschieden, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass wir etwas an die Gesellschaft zurückgeben sollten. Und die Kinder sind unsere Zukunft. Und Kinder unterstützen ist etwas, das mir einfach für mich sehr, sehr wichtig ist. Wie die Andrea reinkommen ist, war es einmal so ein, okay, da passiert was Besonderes. Sie wussten nicht wirklich, wer kommt und was wir genau machen. Das halte ich gerne geheim, einfach um die Anspannung hochzuhalten. Ich wollte mir das einfach immer in der Nähe anschauen, wo wirklich die Probleme im Bildungswesen sind und einfach dann vielleicht auch einen Beitrag zur Lösung eben dann anbieten. Je mehr Menschen von außerhalb der Schule in die Schule kommen, in die Klasse und den Kindern zeigen, die riesige Vielfalt an Berufen, an Möglichkeiten, an Dingen, die man machen kann im Leben, desto mehr erweitert das ihr Horizont. Also ich habe selber zwei Kinder, die in der Schule sind und ich weiß, wie die unterstützt werden von zu Hause. Und mir war es einfach ein persönliches Anliegen, diese Unterstützung ein bisschen im Rahmen meiner Möglichkeiten auch Kindern zuteil werden zu lassen, die einfach von zu Hause nicht diesen Support haben. Ich nehme mir die Begeisterungsfähigkeit der Kinder. Es ist unglaublich, wie sie sich voll und ganz auf neue Themen einlassen, mittun und total begeistert sind von Themen, von denen sie vor 10 Minuten wahrscheinlich noch nie gehört haben. Und das ist etwas, das können wir Erwachsenen uns absolut etwas abschauen. Eine positive Erfahrung. Horizont erweiternd. Augen öffnend. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.